Guten Tag, liebe Geschwister und am Wort Gottes Interessierte. Einige ganz kurze Gedanken zu einem ganz wichtigen Thema im Wort Gottes. Ein Thema, das öfter behandelt wird wie der Himmel. Das ist die Hölle. Die Hölle, Gehenna, ewiger Feuersee. Ich lese dazu mal einen Vers über den Feuersee, und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brannte. Einen Vers, den ersten, wo das Wort Hölle vorkommt. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagen wird, Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Dazu noch einen technischen Hinweis. Ich habe das kopiert aus CSV, und zwar die CSV-Bibel. Und hier ist das Wort ohne Grund in eckige Klammer. Stern steht nicht im Grundtext, das ist eine Hinzufügung des Textus Receptus, Grundtextes, der aber eine große Unsicherheit hat, weil sehr viel Pfusch im Textus Receptus ist, sehr schlecht überlieferte und zum Teil sogar Gotteslästerungen. Also alles, was in eckiger Klammer in der Elberfelder steht, durchstreichen, dann ist es alles schon viel mal besser. Dann zum Wort Gehenna. Das hat die Bedeutung bekommen von einer Talschlucht in der Nähe von Jerusalem. Dort wurden Feueropfer, Götzenopfer geopfert, und später wurde das zur Müllhalde umfunktioniert, und deswegen bekam dann im Neuen Testament der Ort der ewigen Qual, bekam dann das griechische Wort Gehenna und wird in Deutsch in guten Bibeln mit Hölle übersetzt. In schlechten Bibeln, wie zum Beispiel Luther-Bibel, eine Pfusch-Übersetzung, sondergleichen, da werden auch falsche Worte mit Hölle übersetzt, weil Luther nicht richtig Griechisch konnte. Das könnt ihr hier nachlesen. Das sind wichtige Hinweise zu diesen Orten, die in der Bibel beschrieben werden, die im Zusammenhang mit der Ewigkeit bestehen. Die aber zum Teil aus der Wegweisung herauskopiert oder anderen Quellen steht dann ja immer. Hades und Sheol sind die beiden grundsprachlichen Worte für den Ort der Abgeschiedenen. Das ist nicht die Hölle. Da hat Luther in seinem, seiner Pfusch-Übersetzung, und das hat nichts mit dem Textus Receptus zu tun, sondern mit dem Unvermögen Luthers, der hat Hades und Hades mit Hölle übersetzt, und darum brauchen die Allversöhner Gotteslästerer gern natürlich die
den Luther-Pfusch-Text. Luther hat ja fürchterliche Worte erfunden und ins deutsche Bibel übernommen, wie zum Beispiel auch Ostern. Es zeigt, was in diesem Kopf vorgegangen ist. Es gibt ja heute noch angebliche Christen, die die Lutherbibel benutzen. Eigenartig. Dieses File wird dann am YouTube angehängt. Wenn ihr weitere Zusätze habt, schreibt ihr mir einfach. Ich habe auch dann die E-Mail dran. Und hier könnt ihr draufklicken. Ihr seht, da sind dann Links im Text. Und da gibt es weitere vertiefende Hinweise zu dem, was ich vorhin kurz angetönt habe. Der Irrsinn des Gottes lässt Martin Luther über die Hölle. Könnt ihr dann hier sehen. Gibt es eine ewige Hölle? Könnt ihr dann hier lesen. Ja, und die Ewigkeit ist ohne Zeit. Die Hölle, in der Hölle gibt es keine Zeit mehr, wie im Himmel auch. Die Hölle geht nicht eine Million Jahre. Die Hölle ist. Die Hölle ist. Die Hölle ist. Also ewig. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch doch auch für dieses ernste Bibelstudium alles Gute.